Vielen Dank für die Einladung. Wir haben uns lange nicht gesehen, seit der letzten Schmiede, bei der ich dabei war. Und als allererstes möchte ich was zu dem Vortragstitel sagen, Inspiration und Interaktion. Ich werde über Inspiration als Antrieb, Ideen umzusetzen, sprechen und nicht über Inspiration im Sinne von, also jetzt Werke oder Personen, die uns zu unserem grafischen Stil irgendwie inspirieren. Also es geht eher so was ist ein gutes Umfeld für uns, um inspiriert zu bleiben. Interaktion kann man hier doppeldeutig sehen. Also aus unserer Erfahrung ist es so, dass es selten Inspiration ohne Interaktion gibt. Also Interaktion mit anderen interessanten Menschen und immer wieder neuen Menschen. Und klar gibt es Künstler, die gerne Isolation bevorzugen und dann inspiriert sind. Bei uns ist es nicht so. Und eben, wie du schon gesagt hast, Interaction Design ist auch so ein Bereich, in dem wir tätig sind. Zuerst möchte ich etwas über Struct erzählen, wie Struct entstanden ist. Struct haben wir 2002 gegründet. Das war mehr oder weniger so ein Studentenprojekt, das so eine Spielwiese geboten hat für künstlerische und gestalterische Projekte, die alle irgendwie mit neuen Medien zu tun hatten. Also sehr freies Miteinander. Wir haben zunächst ein Design-Print-Magazin herausgegeben und von dem gab es aber nicht viele Ausgaben, weil wir bei den Release-Partys eigentlich eher drauf gekommen sind, was viel mehr Spaß macht, ist eigentlich die Party zu machen. Also das heißt, wir haben dann Visuals gemacht auf unserer Party, haben den Raum komplett gestaltet mit Licht und Musik und dann auch mit interaktiven Medieninstallationen und dann war es schon klar, okay, wir bewegen uns in diese Richtung, sind dann auch eben zu so Festivals, eben wie die Schmiede allein, dazugestoßen. Zuerst haben wir an Workshops teilgenommen und dann das Jahr drauf haben wir auch Workshops gegeben. Also es hat sich irgendwie, das ist so gewachsen. Und dieses Netzwerk hat so mehrere Jahre existiert und wir haben gemerkt, dass so ein freies Kollektiv ein extrem inspiratives Umfeld ist. Also für uns ist es noch immer so, dass das unsere Wurzeln sind. Und ich habe hier versucht, für mich so ein paar Aspekte herauszustreichen, bei denen ich glaube, dass das noch immer etwas ist, was bei uns in unserer heutigen Organisation noch immer so wichtig ist. Und zwar beim Kollektiv ist es so, dass man auf jeden Fall eine Möglichkeit hat, Projekte umzusetzen, die man alleine nie umsetzen könnte, weil man unterschiedliche Menschen braucht mit unterschiedlichen Skills. Dadurch hat man ein soziales Netzwerk, das einem Feedback gibt und das einem auch Know-how vermittelt. Also es ist das eine, das, was man auf der Fachhochschule lernt, im Unterricht. Bei uns war das, glaube ich, immer so 30% und eigentlich die anderen 70% ist es, was man gemeinsam irgendwie sich gegenseitig lernt oder gemeinsam macht. Weiters ist es sehr erfrischend, so zu arbeiten, dass man immer wieder mit unterschiedlichen Leuten zusammenarbeiten kann, dass man unterschiedliche Teams hat, die alle aber eben in so einem Netzwerk drin sind. Und was allgemein so bei uns geherrscht hat, war so eine Offenheit und so eine Gleichberechtigung, Gleichwertigkeit der Sachen. Wir haben immer ziemlich alles gleichwertig auf unserer Website gepostet und präsentiert. Und haben nach unserem Studium das auch weiter betrieben. Nach unserem Studium haben wir allerdings gesagt, natürlich, wir gehen Arbeitserfahrung sammeln, sind international in Agenturen gegangen, also USA, Deutschland. Und haben dann angefangen, in einem wirtschaftlichen Umfeld zu arbeiten. Es ist Folgendes passiert. Wir haben sehr schnell gemerkt, klar, im wirtschaftlichen Umfeld gibt es sehr viele Zwänge, sehr viel Druck oder sehr viel hierarchische Strukturen, dass wir jetzt gar nicht so gewöhnt waren. Und vor allem, ich glaube, das ist der wichtigste Aspekt, dass viele Agenturen, in denen wir gearbeitet haben, sehr klassisch, sehr spezialisiert war, was super für die Agenturen war, weil die eine Agentur war spezialisiert auf Animation, also
also für Broadcasting und Animationsfilme, die andere auf Programmierung oder wie auch immer. Nur für uns Struktler, sage ich mal, die sehr Allrounder-mäßig durch dieses Netzwerk waren, war uns das einfach zu langweilig, glaube ich. Man sitzt da und macht immer das eine. Wir haben immer wieder dann im Kollektiv freie Projekte umgesetzt und nach ein paar Jahren war die Situation da, dass wir uns gefragt haben, können wir das noch weiter als Hobby betreiben? Sind das die lustigen Projekte, Utopia, unsere schöne Welt, in der wir frei sein können? Oder ist es wirklich so, dass wir einen Schritt wagen können und das auf die nächste Ebene bringen? Und ja, wir haben 2007 eine Agentur auch gegründet, die sich aber allerdings eben auf interdisziplinäre Projekte spezialisiert, also auf Medieninstallationen, auf Interaction Design, auf visuelle Eventgestaltung. Also wenn ich schon sage spezialisiert und mehrere Felder aufzähle, merkt ihr schon, dass das Spezialisieren bei uns ja sehr schwer ist. Und wenn ich eine ganz uninspirierte Aufstellung unserer Firma zeige, sieht das so aus. Das sind so Organe einer Firma, die eine Firma braucht, Geschäftsführung, Creative Direction, Technical Direction, Sales. Wir sind 5 gleichberechtigte Partner, muss man dazu sagen, Gesellschafter. Aber das, was wir hier sehen, das ist nicht unser Arbeitsalltag, das ist nicht unser Framework, in dem wir tagtäglich arbeiten. Und das möchte ich hier ein bisschen illustrieren. Sieht eher so aus, da gibt es eben uns 5, kann man sagen, die einzige Hierarchie sind wir sind die Projektverantwortlichen. Dann gibt es unser fixes Team an Designern, Programmierern, Allroundern, sage ich mal, kreative Allrounder. Und durch unsere interdisziplinäre Tätigkeit haben wir tagtäglich mit ganz vielen Gewerken zu tun. Also wir sind ja im Event-Business, aber auch bei Messen, Ausstellungen, haben fixe interaktive Installationen. Und das, was wir als Team betrachten, sind all diese Menschen und all diese Gewerke. Weil wir können keine Projekte umsetzen ohne diese Gewerke. Und wir betrachten die nicht als Zulieferer oder als Dritte, wie man das so schön sagt. Und ihr seht auch, da steht der Kunde, der gehört bei uns genauso zum Team. Und wenn ich über Teaminspiration spreche, worüber ich sprechen möchte, meine ich wirklich, dass das ganze Team, das an einem Projekt arbeitet, möglichst inspiriert sein soll. Und wir haben immer die schönsten Erlebnisse gehabt, wenn wirklich das große Umfeld des Projekts inspiriert war. Als ich mich auf den Talk hier vorbereitet habe, habe ich mir ein paar Beispiele ausgesucht, die ich gern zeigen wollte, die für mich einfach zeigen, also das sind Beispiele, wo wir ziemlich inspiriert waren bei den Projekten und wo wir andererseits eben, wo diese Inspiration zu gewissen Effekten geführt hat. Ich habe dann mich erinnert und mich gefragt, wie kamen diese Projekte zustande, und so eine kleine rudimentäre Datenvisualisierung, habe intuitiv zeichnen angefangen, wie sich die Idee quasi von einem zum nächsten fortgepflanzt hat. Und das illustriert auch sehr gut, wie unsere Teamkonstellationen immer eben wechseln von Projekt zu Projekt. Und diese Grafiken, die man hier gesehen hat, die Beispiele zeige ich jetzt. Abstrakten. Das war dieses Projekt, wenn man es so nennen kann, ist aus einem Moment heraus entstanden, dass wir viele Meetings in diesem Raum hier hatten, bei einem Kunden von uns, und uns sich dieser Raum förmlich aufgedrängt hat, wie Linien in einem Schulheft, die einfach vollgeschrieben werden müssen. Das ließ einen unserer Projektleiter einfach nicht in Ruhe. Monatelang hat er uns beim Mittagessen immer damit konfrontiert, dass es diesen Raum da gibt. Und solche Ideen, wenn sie uns einfach nicht in Ruhe lassen, das ist kein kommerzielles Projekt, das hat überhaupt keinen Sinn und Zweck, dieses Projekt, pflanze ich manchmal diese Idee fort. Dann zu demjenigen, der die Programmiersoftware beherrscht und gemeint hat, wir könnten diese Wand bespielen und diese dreidimensional mappen. Und bei uns ist ganz wichtig, dass zum Beispiel so
wenn wir Ideen haben, besprechen wir sie zum Beispiel auch mit unseren Technikdienstleistern, die jetzt für uns nicht jemand sind, wo wir anrufen und sagen, könnt ihr etwas sponsoren, sondern die sind einfach ein Teil des Kreativteams, weil ich glaube, dass viele klassische Agenturen, vielleicht, das haben wir so erlebt, das oft verwechselt wird. Man sagt, das ist ein Technikdienstleister, der ist dazu da, uns Technik zu liefern oder auszuborgen. Unser Technikdienstleister ist unser Kreativpartner. Also man ist gewöhnt zu sagen, ja, die Kreativen, die müssen inspiriert sein. Wir sagen, unser Technikdienstleister müssen wir inspirieren. Und dann kommen die hin und stellen uns diese Technik auf und wir können Pac-Man auf Wände spielen. ja, und dann hat sich das Projekt zu einem freien Projekt eines Praktikanten von uns fortgepflanzt. Und dieses Video ist entstanden. Ja, soweit so gut. Ein sehr kleines Projekt, ein kleines Video, nichts Besonderes. Der Effekt von dem Ganzen war aber total absurd. Und zwar, das ist das meistgesehenste Projekt aller Zeiten von unserer Website. Also quasi das Null-Budget-Projekt ohne Sinn und Zweck und wirklich viel Konzept dahinter wurde 230.000 Mal auf dem Video gesehen. plötzlich stand das in irgendwelchen Middle East Interior Zeitschriften und koreanischen Design-Kollektionen und wir mussten hunderte von Anrufen beantworten mit No, we don't sell LED, that's a projection. No, no, no LED. Und so ging das weiter. Jedenfalls haben wir gedacht, das gibt's doch nicht. Ja? Man hat doch Riesenprojekte und viele große Budgets und alles Mögliche und dann sowas. Und dann haben wir einfach gemerkt, wenn eine Idee so stark ist, dass sie das ganze Team, also auch über die Grenzen unseres kleinen Teams hinaus, Leute inspiriert, dass sie das Potenzial hat, also was ich da hier stehen hatte, auch eine breite Öffentlichkeit zu erreichen, dass man sowas wirklich auch zulassen muss, dass sich sowas entwickelt, wenn diese Idee einfach hartnäckig da ist. Und das ist ein Effekt von Teaminspiration, was ich hier zeigen wollte. Wir haben diese Idee einfach nicht sein lassen und haben diese Idee erreichte dann auch die Leute vom Soundframe Festival. Wir haben das Team von Unheilbar Architekten dazugeholt, haben dieses Gestaltungselement Linien weitergeführt. Es gab einen tollen Fertiger, einen Partner von uns, der das gebaut hat und haben dann im Künstlerhaus am Karlsplatz diese Skulptur für das Soundtrail Festival gemacht und haben dann quasi das Element Sound auch noch hinzugefügt. Und man konnte quasi das wie so eine Klaviatur bedienen, hat gleichzeitig eine Licht- und Soundorgel bedient. Also wir haben das Ganze nochmal interaktiv gemacht, was wir zuerst probiert hatten. Und ja, das ist eine kleine Fortführung gewesen. So wächst das. Da schalte ich mal weiter. Da sehen wir ganz was anderes. Ja, ein sehr unprofessionelles Video, das ein kleines Spiel zeigt, und zwar Danger Zone. Was machen wir, wenn wir Mittagessen gehen? Wir haben darüber diskutiert, wie Spielkonzepte auf unserem Multitouch-Tisch, also ein Projekt von uns ist, das wir selbst entwickelt haben, wie Spielkonzepte funktionieren und dass es eigentlich problematisch ist, also es ist problematisch und zugleich eben ein Vorteil, wenn mehrere Menschen um ein Interface stehen und spielen. Und der erste Impuls, an den man denkt, ist, naja, das geht doch gar nicht, weil dann kann man sich ja gegenseitig sabotieren. Ja? Das ist ja, weil wenn jeder seinen Computer hat und gegeneinander spielt, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass man aufsteht und jemandem die Maus wegnimmt. Dann haben wir festgestellt, naja, es ist ja eigentlich so wie beim Brettspiel, wo man ziemlich genau aufpassen muss, dass die Gegner einem die Spielfiguren nicht verschieben. Und ich habe mich dann gefragt, was wäre es denn, wenn es Steine auf einen
Spielbrett gibt, die man quasi beschützen muss und die von Feldern verschluckt werden und wo aber eigentlich das gewünscht ist, dass die anderen Spieler aber auch sich gegenseitig sabotieren, also um diesen Nachteil eigentlich zu dem Vorteil umzudrehen. Ist auch einige Wochen gereift, hat niemand drüber gesprochen eigentlich, als der Gregor eines Tages zu mir kam und mir diese Grafik gezeigt hat und sagte, schau, das könnte ja so aussehen. Wurde wieder ein Monat, ist nichts geschehen, lag auf dem Server, hatte keinen Sinn und Zweck und Ziel. Und bis Thomas gesagt hat, guckt mal, ich habe mal am Wochenende was programmiert, spielen wir mal. Das sind so Dinge, die passieren. Und was passiert ist, das ist eines der meist lizenzierten Softwarepakete für unseren Multitouch-Tisch geworden, weil alle, also die Unternehmen, also die RWE hatte dieses Game lizenziert, die Energie Steiermark, wo wir ein kleines Solar, also wo es um Energien ging, das natürlich geskinnt und noch Zusatzinfos am Ende hatten. Dann auch ganz, ganz komisch auch so eine Immobiliengesellschaft, die das auch auf ihrer Messe hatten als so Auflockerung, weil die das, weil es einfach nur Spaß gemacht hat. Es gab gar nicht jetzt irgendwie so einen Zusatzbenefit. Deswegen auch hier dieser Effekt, der eingetreten ist, dass solche Ideen, die eben durch so ein Team inspiriert und eben so umgesetzt werden, haben auch die Kraft, wirtschaftlich erfolgreich zu werden. Natürlich nicht jede, aber das ist wieder ein Effekt, der uns etwas gezeigt hat. Das nächste Beispiel, ihr kennt das MUMOK sicher. Die am häufigsten gestellte Frage zu diesem Video ist, wann war denn dieser Event? Den gab es nicht. Das war um 3 Uhr morgens, Zuschauerzahl 3 bis 4 Techniker plus unser Freelancer in der bittersten Kälte, die man sich im Dezember nur vorstellen kann. Und der Grund, warum ich das zeige, ist, das Projection Mapping ist immer etwas, was mit sehr viel Budget verbunden ist. Wir hatten da ein kommerzielles Projekt, also wir waren beim Aufbau und beim Test, beim Einrichten der Beamer für ein kommerzielles Projekt, das waren diese Schneeflocken für die Österreich-Werbung, das man gesehen hat. Und ich war letzte Woche beim Vortrag von einem Medienkünstler, der gesagt hat, es ist so schwierig, wenn man Projection Mapping einfach so ausprobieren will oder was machen will, weil ja meistens nie das Budget da ist. Was hier passiert ist, war einfach, dass wir während dieser Aufbauphase irgendwann mal gesagt haben, das wäre so super mal zu sehen, wie das MUMOK zum Leben erweckt. Und es ist dafür prädestiniert, dass man mit dieser Formensprache, die das MUMOK hat, das einfach zum Leben erweckt. Unser Freelancer, der Engländer, der echt der super Arbeit geleistet hat, hat wirklich noch irgendwie nach 25 Arbeitsstunden noch ein paar Arbeitsstunden rangehängt und hat das programmiert. Unsere Technikdienstleister haben das sehr teure Beamer-Equipment noch um 3 Uhr morgens sind die da einfach noch 2 Stunden länger gestanden, weil wir es einfach alle sehen wollten. Und deswegen dieser Effekt, das kann auch manchmal so sein, dass die Umsetzung einer Idee nicht eben die Frage des Budgets ist, sondern wirklich, dass man diese Begeisterung in einem Team auslöst und wenn alle mitspielen, sowas möglich gemacht wird. Auch ein sehr oft gesehenes Video. Ja, und sehr viele Anrufe, was das denn für ein Projekt war. Und gab es eine Reaktion von MUMOK? Wir haben das Museumsquartier geschickt, die haben so, es war glaube ich eher mehr so, aha. wir wollten da was machen, aber es ist nie was draus geworden, also die hatten glaube ich kein Interesse. Ja, und als letztes Beispiel, Tokame Hit by Inspiration. Wir wurden eingeladen zur Designkonferenz Tokame in München, was so viel heißt wie Berühr mich. Und es ist eine Designkonferenz und in dem Jahr war das Thema Hit by Inspiration. Und das passt hier gut dazu. Und wir wurden gebeten, die Speaker mit Animation anzukündigen. Und wir sollten eben die Inspiration visualisieren. Und wir sollten, also wie das für uns aussieht. Und bei der Tokame ist es so, dass
die Veranstalter, die wollen gar nicht sehen, was die Künstler, die eingeladen sind, machen oder die Designagenturen. Sie sehen das wirklich erst an dem Tag und haben uns vollkommen freie Hand gelassen. Zunächst war es so, dass wir das einem von uns überlassen haben, das zu machen, so, ach, du darfst das tun. Er hat sehr lang sehr viele Ideen gehabt und kam auch eines Tages und sagte, ich komme nicht so auf einen Punkt. Und einfach in diesem einen Meeting, das wir wieder gemeinsam hatten, haben wir einfach nur gemeinsam die richtigen Fragen gestellt, woraufhin eben das Video entstanden ist. Und die Fragen, die wir uns gestellt haben, waren eben dann eher, bei Hit by Inspiration denkt man immer irgendwie irgendwas Großes, was einen trifft. Und wir haben gesagt, naja, bei uns ist es ja so, dass die Inspiration irgendwie überall ist. Aber wenn wir dann inspiriert sind, ist vielleicht in etwas ganz Kleinem ein ganzes Universum an Ideen drinnen. Und es ist für uns nicht so, dass wenn wir inspiriert sind, dass jeder von uns inspiriert ist und dann so die Masteridee hat, sondern dass es immer kleine Bits and Pieces sind, die sich dann erst zu einem großen Ganzen in einem großen Team zusammensetzen. Und daraufhin haben wir dieses Video produziert. Zum Schluss noch die Grafik von den Beispielen, die ich gezeigt habe. Danke.